Er gilt als der Beste der Welt. Keiner kann Luxus, Komfort und Geländefähigkeit so gut wie er, der Range Rover. Und die vierte Generation, die soll jetzt noch klassenbesser sein als alles das, was man bisher kannte. Beweisen soll er das in Marokko, genauer im größeren Umfeld von Marrakesch. Und dass die Fahrpräsentation des neuen Range Rovers genau hier stattfindet, das ist kein Zufall. Zum einen bietet die Landschaft alles, was es dazu braucht. Zum anderen hat das aber auch einen historischen Hintergrund. Schon 1970 sollte die Fahrpräsentation des ersten Range Rovers hier in Marokko stattfinden. Es gab sogar schon ausgearbeitete Routen und Karten. Am Ende hat es dann aber aus logistischen Gründen nicht geklappt. Die 20 Pressefahrzeuge hierher zu schaffen, war dann doch zu aufwendig. Heute, 40 Jahre später, hat es geklappt. Und wir wollen uns mit diesen Karten auf die alten Routen schlagen und schauen, ob der neue Range Rover wirklich immer noch der Beste der Welt ist und vielleicht sogar neue Standards setzt. Auf zum ersten Test mit dem neuen Range Rover, dem vermeintlich besten der Welt. Unsere Route von 1970 führt uns aus Marrakesch auf die Straßen Richtung Atlasgebirge. Viel hat sich getan bei der vierten Generation des legendären Briten. Leichter, effizienter, mehr Technik und ein neues Design. Obwohl die Engländer ihn komplett neu erdacht haben, bleibt er optisch unverkennbar ein Range Rover. Mit knapp 5 Metern Länge ist er etwa so groß wie sein Vorgänger, scheint aber durch den größeren Radstand kürzer. Dezent abgeschrägte Dachlinie, fließende Form. Der neue Range wirkt wie gewohnt aus einem Guss. Einem Aluminiumguss. Über 400 Kilo hat er insgesamt abgespeckt. Motorhaube, Kofferraumklappen, selbst die Träger und der Rahmen. Die komplette Karosserie ist aus dem Leichtmetall gefertigt. Das gab es bisher nur bei Luxuslimousinen. Der pure Luxus setzt sich innen fort. Feinste Materialien, Leder, Holz, das erwartet man und es ist auch wie erwartet auf höchstem Standard. Der Blickfang im neuen Range ist aber die Mittelkonsole. Rund 50% der Schalter wurden eingespart. Das unterstützt nicht nur die Bedienerfreundlichkeit, sondern auch die stilvolle Eleganz. Auf den ersten Kilometern zwischen Marrakesch und Tahanout genießen wir den feinen Turbodiesel. Aber anders als bisher sind nicht mehr alle Range Rover mit 8 Ventilen ausgestattet. Erstmals gibt es die Basisversion nur als V6. Die 3 Liter Dieselmaschine des neuen Range leistet 258 PS und hat ein Drehmoment von satten 600 Newtonmetern. In unter 8 Sekunden schießt der elegante Riese auf 100. Seine Bestmarke sind 209 km/h. Alle Motoren des neuen Range sind komplett überarbeitet und jetzt wesentlich effizienter. Lediglich 7,5 Liter Diesel auf 100 Kilometer. Zum Marktstart wird es zudem noch einen 4,4 Liter V8 Turbodiesel mit 339 PS und einen aufgeladeten 5 Liter V8 Benziner mit 510 PS geben. Uns steht der 4 Liter Diesel V8 in Marokko zur Verfügung und der überzeugt. Laufruhig, durchzugsstark und druckvoll. Hellwach hängt er am Gas und ist immer da. Zudem hat er einen satten, kernigen Sound. Fast schon schade, dass davon zum Fahrer nicht viel durchdringt. Wenn man mit dem neuen Range Rover mal auf gut befahrbaren Straßen unterwegs ist, dann fällt eines besonders auf. Achtung, was hören wir? Genau, gar nichts. Der Geräuschkomfort vom neuen Range Rover ist auf absolutem Luxusniveau. Das Problem an der ganzen Sache ist natürlich, dass hier in Marokko eben nicht alle Straßen gut befahrbar sind, sondern die meisten eher, sagen wir mal, rustikal sind. Aber auch da kann ich schön lachen, denn hier im neuen Range Rover schluckt die Federung fast alles weg. Es ist wirklich unglaublich, man fühlt sich fast wie auf einem fliegenden Teppich. Selbst über vulkangroße Schlaglöcher kann ich einfach nur müde lächeln. Mittlerweile haben wir das Atlasgebirge erreicht. Gut 2 Stunden hat die dank Luftfederung sänftenartige Fahrt bisher gedauert. Hier bei Asni hat der neue Range Rover eine erste kleine Gelegenheit, seine Gelände- und Klettereigenschaften zu beweisen. Aber dazu später mehr. Genau diese Strecke, auf der wir uns gerade bewegen, die war damals auch Teil der geplanten Route für die Fahrpräsentation des ersten Range 1970. Einer, der damals mitgeplant hat, das ist Roger. Und der ist sogar heute immer noch tätig für Land Rover. I started to work at Land Rover in 1963. Ich arbeite seit 1963 bei Land Rover, damals noch unter der alten Rover Motor Company. Ich war Teil der Entwicklungsabteilung für den Range Rover und habe ihn vom Zeichenbrett bis zur letztendlichen Produktion begleitet. Other colleagues this vehicle from the drawing board right into production. Musik
Während der Testphase des ersten Range Rovers entstand die Idee für eine Fahrpräsentation hier in Nordafrika. Wir wollten zeigen, dass das Fahrzeug über ebenso gute Off- wie On-Road-Eigenschaften verfügt. Und Marokko ist ideal dafür. Am Ende mussten wir die Präsentation aber vorverlegen und sie fand dann im Südwesten Englands in Cornwall statt. Ich bin sehr stolz darauf, seit 4 Fahrzeuggenerationen Teil des Ganzen zu sein. Erst auf der Ingenieursseite und jetzt in der Pressebetreuung, wo ich helfen darf, den Range innerhalb der Medien zu promoten. Auf dem Rückweg nach Marrakesch verlassen wir bei Amismis seinerzeit von Roger geplante Route dann doch. Ein kleiner Abstecher nach Essouria, 174 Kilometer, führt uns die Strecke quer durch Marokko. Aber es lohnt sich, denn hier im Dünenmeer Nordafrikas können wir mit dem Luxusschiff endlich wie die Kinder in der Sandkiste toben. Differentialsperre, Untersetzungsgetriebe, Höhenverstellung bis auf maximal 303 mm. Der Range bringt wie gewohnt alles mit, was man im Gelände braucht. Und jetzt sogar noch ein bisschen mehr. Hierauf habe ich mich am meisten gefreut, Offroad in Marokko. Der Grund, warum das Geländefahren hier so viel Spaß macht im neuen Range, ist auch das neue Terrain Response System. Das nimmt Einfluss auf Ansprechverhalten vom Gas, Lenkung und Schlupfriegelung und findet immer automatisch das richtige Programm für das richtige Gelände. Und so kann man halt Berge klettern oder im Sand ein bisschen wühlen, genau wie sich das für einen Range Rover gehört, ein Kinderspiel. Wie man es vom Toben kennt, immer wenn es am schönsten ist, wird man reingerufen. Bei Einbruch der Dunkelheit muss man zu Hause sein, so treten wir die Rückreise nach Marrakesch an. Natürlich nicht ohne, wie es sich gehört, unser Spielzeug vorher noch gründlich vom Sand zu reinigen. Wir haben ja eine gute Erziehung genossen. Die Kombination aus Luxus, Komfort und Offroad, das bekommt nach wie vor keiner besser hin. Der Range Rover setzt zudem noch neue Standards und ja, das wollten wir wissen, er ist immer noch der Beste der Welt. Da können Sie hier jeden fragen. Aber er ist auch nach wie vor sehr, sehr teuer. Handeln lässt Land Rover mit sich sicherlich nicht, denn wir sind ja hier nicht irgendwo auf einem marokkanischen Basar. Ja, mit 89.100 Euro für die Basis ist der neue Range Rover gewiss kein Schnäppchen. Mit der richtigen Motorisierung und dem ein oder anderen Extra knackt man dann schnell die 120.000 Euro Marke. Aber irgendwie hat man beim Anschauen dieser Bilder das Gefühl, er ist jeden einzigen Cent wert.